Hallo, hallo, hallo. Gut. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE4 in Offenburg, beziehungsweise kurz vor Offenburg und ja, ich starte jetzt einfach mal und dann heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Servus Kollege, du stehst hier mit deinem ICE kurz vor Offenburg und hast 5 Minuten Verspätung. Rüste also nun dein Fahrzeug auf und ziehe zügig fort zum Bahnsteig. Versuche so gut es geht, Verspätung hereinzuholen, damit die Fahrgäste noch ihre Anschlüsse erreichen. Und nun gute Fahrt. Das werden wir natürlich sofort tun. Führerraum besetzt. So, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Federspeicherbremse. Natürlich, da war ja was. So, jetzt aber. Auf geht's. Noch jemand sagt, wie das hier mit den Scheibenwischern funktioniert, wäre ich euch sehr dankbar. Ich weiß es nämlich leider nicht. Da ist es.
So wollte ich das haben, genau. So, mal ein bisschen langsamer werden hier. Ordentlich halten hier. Türen geöffnet. Die Türen öffnen. So, das Wetter ist natürlich wieder typisch, würde ich sagen. So, allzu viel los ist hier auch nicht. Das Gepiepe geht einem auf den Keks, aber naja, kann man nicht ändern. So, in gut 30 Sekunden ist dann Abfahrt. In Karlsruhe werden wir dann gegen 20.07 Uhr eintreffen, wenn alles gut geht. So, Türen sind geschlossen, dann auf geht's. Schließlich Verspätung. So, dann dürfen wir auch schon auf 160 beschleunigen. Mal schauen, ob sich das Wetter noch ändert gleich im Laufe der Strecke, aber ich glaube nicht. Aber man weiß ja nie.
So, dann ist auch gleich schon 250 angesagt. Wunderschön. So, auf geht's. Volle Beschleunigung. Meine Damen und Herren, wir begrüßen den Offenburg-Zugschienen Fahrgäste recht herzlich an Bord des IC 272 zur Fahrt nach Hamburg-Altona. Über Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Hanau, Fulda, Kassel-Wilhelmshöhe wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass unser Zug mit dem Verlassen des Bahnhofs Offenburg eine Verspätung von ca. 5 Minuten hat. Wir tun unser Möglichstes, diese Verspätung bis Karlsruhe Hauptbahnhof zu reduzieren. Werden Sie aber dennoch über Ihre weiteren Anschlussmöglichkeiten kurz vor Karlsruhe via Lautsprecherdurchsagen informieren. Ebenso bitten wir Sie zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung an Bord unseres Zuges und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, es liegt es an uns, diese Verspätung wieder rauszuholen. Und natürlich werden wir unser Möglichstes tun, ist ja selbstverständlich. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bzw. der Signale. So, 250 haben wir dann gleich auch erreicht. Das heißt, wir können hier mal ein wenig abschalten. Kann man hier eigentlich Fernlicht anmachen? Das würde mich jetzt interessieren. Er geht anscheinend nicht. Maximum. Naja, wirklich sehen tut man nichts. Ist ja auch dunkel und Regen und ja, sowieso.
aber ich hoffe ja doch, dass wir unsere Verspätung wieder einholen werden. Im Moment noch sieht's gut aus. Ja, KI-Fäcker mäßig. Also es könnte ein wenig mehr sein. Fernverkehr, Güterverkehr, Regioverkehr. Mal schauen, was da noch kommt. Und ihr wisst ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Szenariowünsche habt, Kritik habt, ab in die Kommentare damit. Hemmt euch nicht da, irgendwie was zu schreiben. Ich bin für jeden Hinweis, für jede Kritik dankbar. Nur so kann ich besser werden. Wie ich feststelle, ist dieses Szenario doch ein wenig eintönig. Es könnte ein wenig mehr passieren, also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das ein wenig eintönig. Keine Action, es ist einfach nur stumpf von einem Ort zum anderen fahren und ja. Ich stehe da schon mehr auf Action, muss ich wirklich sagen.
So, da sind es auch jetzt noch gut 20 Kilometer bis zum nächsten oder bis zur nächsten Ansage. Und ja, gut 30 Kilometer bis Karlsruhe. Aber dieses Szenario ist sehr schlicht. Also, ne, ich glaube, da seid ihr meiner Meinung, das ist sehr schlicht, ist sehr stumpf. Es passiert nichts. Außer, dass man fährt. 250. Und von einem Ort zum anderen und dann war es das. Naja. Naja. Sag mal. Wenn ich mehr Action hätte, sich das schon, hätte ich mir das schon gewünscht. Aber jetzt muss ich ein wenig bremsen, sonst habe ich gleich Action. In Form von, dass ich die Zukunft schmeiße, wenn ich es will. So, noch einigermaßen im Rahmen. KI-Verkehr ist auch, ja, mehr schlecht als recht. Sagen wir mal eher schlecht. Was hatten wir bis jetzt? Ein ICE, oder zwei ICE, ein Regio. Und sonst war da nichts. Ja, jetzt kommen die ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ist klar, wir sind kurz vor Karlsruhe. Auf 110 runter. So, erster Bahnhofskontakt. Wie sind wir denn hier überhaupt? In Rastatt. So. Ach, wir dürfen wieder auf 120. Dann wollen wir das natürlich tun.
Also für mich ein sehr langweiliges, schlichtes Szenario, muss ich wirklich sagen. Also haut mich nicht vom Hocker. Aber da kann auch jeder seine eigene Meinung bilden. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Muggensturm, habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir jetzt mit einem km/h über die Geschwindigkeit drüber sind, dass das noch im Rahmen ist, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Hoffe ich einfach mal. Oder würde da der Fahrdienstleiter schon meckern bei einem km/h? Aber eigentlich spiegelt das ja eine ganz normale Zugfahrt wider. Also im realen Leben passiert ja in der Regel auch nichts. Außer vielleicht schon mal eine Verspätung oder ein rotes Signal. Aber sonst fährt man auch noch stumpf von A nach B. Und ja, für den Triebfahrzeugführer und für die Deutsche Bahn insgesamt und für die Passagiere sowieso ist es natürlich immer am besten, wenn nichts passiert. Aber hier im Simulator könnte natürlich ein wenig Action dabei sein. Finde ich zumindest. Was sagt ihr dazu? So, dann hören wir jetzt auch gleich die nächste Ansage. Und bis Karlsruhe sind es dann noch gut 9,5 Kilometer. Ich bin da mal kurz still. Bis gleich. Meine Damen und Herren, in Kürze unseren nächsten Halt Karlsruher Hauptbahnhof. Der Ausstieg dort in Fahrtrichtung rechts.
In Karlsruhe haben Sie noch Anschluss zu einem TGV nach Stuttgart. Die Abfahrt dieses Zuges 20:29 aus Gleis Nummer 7. Sie haben noch einen ICE nach Köln. Die Abfahrt 21 Uhr aus Gleis Nummer 3. Sie haben noch einen RE nach Hausach über Baden-Baden-Offenburg. Die Abfahrt dieses Zuges 21:16 aus Gleis Nummer 6. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die in Karlsruher Bahnhof Osten umsteigen, recht herzlich für die durch die Verspätung entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und sagen auf Wiedersehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, da kann man sich natürlich nur anschließen. Und wenn jetzt gleich in Hamburg sage ich schon, in Karlsruher Bahnhof einlaufen, beziehungsweise einfahren. Einlaufen macht, glaube ich, nur ein Schiff. Und dann war es das mit diesem Szenario. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen. Und wie gesagt, meine Meinung zu dem Szenario ein wenig schlicht, ein wenig stumpf, sehr actionlos. Und KI-Verkehr braucht man nicht drüber reden. Ich weiß nicht, was ihr dazu für eine Meinung habt. Tragt sie gerne in die Kommentare ein. Wie gesagt, an sich vom Fahrzeug her natürlich ein schönes Szenario. Von den Ansagen her auch sehr schön, sehr verständlich, sehr laut. Also laut genug auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich hätte mir da ein wenig mehr Action gewünscht. In Form von einem roten Signal, weil ein anderer Zug entgleist ist. Oder irgendetwas anderes auf der Strecke, etwas Unvorhergesehenes. Oder ein kaputter Zug. Oder. Sowas alles in der Art wünsche ich mir in Szenarien. Ich bin da mal sehr auf Action aus. Und ja, wenn ihr das genauso seht, dann tragt es gerne in die Kommentare ein. Oder seid ihr da komplett anderer Meinung und sagt, so eine ruhige Fahrt von A nach B ist genau das, was ich will, was ich suche. Auch diese Meinungen sind willkommen. Und ja, ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr da irgendwelche, wenn ihr euch da austauscht. Und ja, traut euch da gerne da in den Kommentaren da aktiv zu sein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, ich würde jetzt freuen, wenn ich den Zug auf 80 bringe. Machen wir das doch einfach mal. Signal. Das nächste ist rot. Das heißt, wir haben nur gleich noch ein wenig Aufenthalt, kurz vor Karlsruhe. Schon sehen. Ja, definitiv. Führerraum besetzt. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse.
Führerraum besetzt. So, ein klein wenig rot, würde ich sagen. Schauen wir mal, warum. So, wir sind hier. Ah ja, da kommt der Grund. Unser Gleis ist besetzt. Na dann. So, dann dürfte es sich jetzt aber eigentlich auch gleich auf grün schalten. So, die Ankunftszeit hat sich verringert von 20:07 auf 20:05. Schauen wir mal einfach, was passiert. Mehr schief gehen kann es ja nicht.
Naja, es ist schief gegangen. Dann starten wir da eigentlich einfach noch mal rein. Ich kann ja den Zug noch stoppen. Also jetzt sofort voll auf die Bremse. Wenn man keine Action hat, macht man sich halt Action. Das ist das halt, wenn man nicht warten kann und über ein rotes Signal fährt. Naja, jetzt weiß ich Bescheid. So, gerade noch gestoppt, würde ich sagen. Dann warten wir jetzt einfach ab. Ein wenig zurück. Führerraum besetzt. Federspeicherbremse. Ist die doch nicht gelöst. So, lass uns ein wenig zurückfallen, für auch das rote Signal sehen. Kommt doch schon der Zug. Führerraum besetzt. Jetzt dürfen wir, wunderschön. Dann geht's jetzt in den Karlsruher Hauptbahnhof. Ein kleiner Zwischenfall. Ich hoffe, der hat euch nicht gestört. Aber ich sag ja, wer keine Action hat, der macht sich welche.
So, das sollten wir auch relativ pünktlich schaffen, in den Bahnhof einzufahren. So. Türen geöffnet. Wunderschön. Damit endet dieses Szenario und auch unser Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Meine Meinung zu dem Szenario kennt ihr. Bildet ihr euch eure eigene und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, der kleine Zwischenfall gerade hat euch nicht allzu sehr irritiert. Wir haben es ja trotzdem pünktlich geschafft. Und ja, bleibt mir treu, passt auf euch auf, bleibt gesund. Es würde mich freuen, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut, passt auf euch auf. Ich sag ciao, servus und tschüss. Euer Denny spielt das, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.